Bis jetzt haben wir in Excel nur Daten eingegeben und gerechnet. Ein weiterer wichtiger Faktor in Excel ist die Formatierung, quasi die Darstellung dieser Daten. Ich fange mal an mit ganz einfachen Sachen. Nehmen wir an, die Überschrift hier oben. Wenn ich die jetzt zentrieren will, dann markiere ich einfach die Überschrift. Und hier hat man dann die Möglichkeiten, wie man vertikal und horizontal die Daten ausrichten kann. Das ist oben, Mitte, unten für die vertikale Ansicht. Und horizontalmäßig kann man linksbündig, zentriert oder rechtsbündig. Wir wollen jetzt zentriert haben. Dann klicke ich da. Dann habe ich hier, wie in anderen Programmen auch, F für Fett. Das K ist für Kursiv, für unterstrichen. Und dann nehmen wir mal Fett. Und so habe ich jetzt fette Überschriften. Wenn ich jetzt alles zentriert haben will, in Excel ist so kann man die ganze Spalte markieren. So, wenn ich gedrückt halte und über mehrere Spalten gehe, kann ich mehrere Spalten markieren. Und dann von mir aus, sagen wir mal, linksbündig machen. So ist alles linksbündig. So ist rechtsbündig. So ist zentriert. Zeilen kann man wie bei Spalten so markieren, indem man auf der Zeilenzahl klickt und dann gedrückt hält. Da kann man so mehrere Zeilen markieren und dementsprechend dann auch wieder dieselbe Formatierung machen. Wenn man alles markieren will, kann man auf dieses Symbol gehen und dann auch dementsprechend die Formatierung machen. Hier kann man auch die Schriftfarbe ändern, Schriftart, Größe, oder machen wir so. Ja, also man hat dann mehrere Möglichkeiten, wie man das umformatieren kann. Okay, ich lege es mal wieder zurück, wie es war. Außer jetzt diese Darstellung vom Text, eine viel wichtigere und Formatierung in Excel ist, wie man die Zahlen darstellt. Und nehmen wir mal die Mehrwertsteuer. Ich kann sie als Währung darstellen. Dann habe ich hinten, dann habe ich eine Komma 00 und Euro. Ich kann sie auch als mit tausender Trennzeichen formatieren. Das heißt, man hat jetzt nicht mehr so wie hier, sondern die Zahl ist jetzt viel besser lesbar, indem sie diesen tausender Trennpunkt hat. Dieser tausender Trennpunkt erscheint dann auch, wenn ich jetzt Millionen hätte. Ne? Also jede drei Ziffern werden dann mit so einem Punkt getrennt. Okay. Dann könnte man mit diesem Dezimalstellen hinzufügen, mit diesen Dezimalstellen wegmachen. Und hier könnte man die Zahlen in Prozentzahlen umwandeln. Und hier muss man aufpassen, wenn man eine Zahl in Prozent umwandelt, wird sie mal 100 multipliziert. Ja, ich zeige es mal hier nochmal. Die 2, wenn ich das als Prozent formatiere, ist es 200%. Ja, weil 2 ist ja 2 komplette Einheiten und das entspricht 200%. Ja, da muss man also aufpassen. Deswegen, wenn man Prozente, man kann auch Prozente so machen, beim Eingeben einfach 2 und dann das Prozentzeichen gleich unmittelbar danach. Das ist dann 2%. Okay, ich mache mal jetzt unsere Sachen rückgängig. So, das sind so die Möglichkeiten, die man hat beim Formatieren hier auf der Symbolleiste. Viel mehr Möglichkeiten hat man, wenn man über Format und dann Zellen formatieren geht. In älteren Versionen von Excel ist dieser Befehl auch übers Menü Format und dann, ich glaube, das war oben der erste Befehl Zellen, Format Zellen. Da kommt man auf ein ähnliches Dialogfenster wie hier. Ich glaube, das ist genau dasselbe Dialogfenster. Hier hat man die Zahlen, wie man die Zahlen darstellen kann. Da komme ich gleich zu diesem Thema. Hier hat man die Ausrichtung, was wir vorher gemacht haben. Horizontal, vertikal, also was man vorher auf der Symbolleiste hier gemacht hat, kann man auch hier machen. Schriftart, was man hier gemacht hat, kann man jetzt hier machen. Rahmen, was man hier machen kann, kann man jetzt hier machen. Ne, auch mit Farbe und so weiter. Ausfüllen, das ist der Eimer hier, dann kann man das hier genauso machen. Ne, und dann Schutz, da komme ich auf das Thema dann später, wenn man mit Schutz arbeitet, wenn man seine Mappe schützen will, dann muss man hier die Sperrung rausmachen. Jetzt, die wichtigste Formatierung ist die Zahl. Wie man die Zahlen formatiert.
Und es, da gibt es zwei Möglichkeiten. Die einfache Art und die professionelle Art. Ich werde im nächsten Video euch die einfache Art zeigen und dann das Video drauf machen wir dann, wie es die Profis machen.